Wir bekommen recht anständiges Essen. Natürlich hatten wir auch Zeiten, da kriegten wir 6 Wochen lang nur weiße Bohnen, die haben wir dann gleich in eine Latrine gekippt und haben uns versucht, anderweitig zu versorgen mit Essen. Es gab genügend. Oder wenn man organisieren konnte. Ich war einer, der ein bisschen organisieren konnte. Dann habe ich mir anderweitig was besorgt. Zum Beispiel und wie? Na, über die Amis. Brot, Schokolade oder mal eine Büchse Corned Beef und sowas, ne? Das war wie über die Amis, über die Soldaten möglich. Die Amis haben aber auch Brot in Modder geschmissen im Winter, in Schlamm, in Morast. Das ganze Depot war praktisch eine kleine Insel in einem großen Wiesengelände, wie es in der Bretagne üblich ist. Und durch den LKW-Verkehr war das alles ein Modder. Die fuhren da durch bis eine Achsel voll im Schlamm. Und wenn die Amis uns ärgern wollten oder demütigen wollten, sage ich mal, das war kein Ärger, das war demütigen. Dann haben die so ein Kommissbrot in den Modder geschmissen, 30 Meter weg in den Dreck, in die Brühe rein. Und wir sind durch den Schlamm dahin gestapft und haben uns das Brot da rausgeholt und haben den Modder abgekratzt und haben das Brot dann trocken gegessen. Dann war es ja wieder sauber, nicht? Das waren so Erlebnisse, die man registriert hat. Und dann hat man gesagt, diese alte Sau, der schmeißt das Dreck, das Brot extra in den Dreck rein, damit wir es fressen sollen. Das ist, wie die Sprache so ist in dem Bereich dann eben so, ne? Sie konnten sich jetzt aber durch das Anfertigen von Ringen etwas das Ganze Zubrot aufpolieren. verschaffen und leichte Vorteile verschaffen. Die haben uns sogar teilweise Geld gegeben dafür, die Amis. Wir durften zwar kein Geld haben. Die haben uns französische Franken gegeben, die haben uns mal versucht, einen Dollar zukommen zu lassen. Und bei der Anfertigung von Schmuck oder Ringen habe ich als geschickter Handwerker Metall abzweigen können. Denn die Amis haben sehr viel Silbermünzen gehabt. Deutsche teilweise, viel deutsche teilweise und auch ab und zu mal einen amerikanischen Dollar. Und aus diesen Münzen habe ich dann Schmuck gefertigt und habe von dem Metall Überstände gehabt. Das wurde nicht alles verarbeitet, haben andere Kameraden auch gemacht, die geschickt genug waren dafür und haben mit dem Metall bzw. mit den Münzen, mit einer Münze zwei Ringe gemacht oder drei sogar. Und wie gesagt, weil ich ein geschickter Handwerker war, konnte ich das so bearbeiten mit primitiven Mitteln. Aber ich habe es auseinandergemeißelt mit einem feinen, scharfen Meißel, den ich mir angefertigt habe im Motorpool und habe dann die Metalle entsprechend gestreckt. Und hatte dadurch auch Bargeld. Das haben sie mir dann teilweise wieder abgenommen beim Filzen, die Amis, aber die haben immer nicht alles gefunden. Denn wir hatten auch ausgebuffte, scharf überlegte Verstecke, wo wir das reinstecken konnten. Nicht? Zum Beispiel unter die Dichtungsscheibe von der Feldflasche. Ein Geldschein zusammengeknüpft, nass gemacht ein bisschen, dass er weich wurde. Und dann unter die Dichtungsscheibe. Da haben sie nicht nachgeguckt, ob da was drin steckte. Nicht? Das war eine Feldflasche, die war für die normal. Oder wir hatten auch unsere Kosmetikartikel, das war ein Kamm und eine Bürste. Und ich hatte eine Haarbürste. Und da habe ich in diese Haarbürste bzw. Kleiderbürste zwischen die Borsten einen zusammengerollten Geldschein reingeschoben, den sie nicht gefunden haben beim Filzen. Die haben zwar die Rasierseife rausgeholt aus der Röhre, die steckte ja manchmal in der Röhre drin, nicht? Auch die amerikanische Rasierseife, die wir bekamen, als Marketenderware. Da haben sie die Röhre rausgeschoben und dann fiel die 2 Stücke auseinander und da war das Geld da drin, nicht? Wo haben sie uns weggenommen? Und dann mussten wir auch manchmal eine Strafe aushalten dafür. Was waren das für Strafen? Also, es war verschiedentlich. Das ging manchmal ganz human ab, dass man 3 Tage Knast gekriegt hat.
wurde 3 Tage eingesperrt in den sogenannten Bullpen. Das war ein Käfig, der war 4x4 Meter groß und außenrum war einer 6x6 Meter groß. Und in dem Zwischenraum mussten wir einen ganzen Tag rumlaufen, zwischen den Zäunen, zwischen den beiden Käfigen. Und dann wurden wir nach innen gelassen und da konnten wir unter freiem Himmel schlafen, wenn der Abend kam, abends um 9 oder ungefähr so, nicht? Und das ging eine Weile so, je nachdem, was man ausgefressen hatte. Und dann kam eines Tages mal eine Schweizer Delegation vom Internationalen Roten Kreuz, nicht vom Deutschen Roten Kreuz, sondern vom Internationalen Roten Kreuz. Und die hat das beanstandet, dass wir unter freiem Himmel übernachten und da kriegten wir dann ein Zelt reingestellt. Das war schon ein ganz großer Fortschritt. Und dann waren die Zeit vorbei, dann waren die 8 Tage oder 10 Tage Bullpen, waren dann abgelaufen und dann kam man wieder in die normale Truppe.